So, liebe Freunde, willkommen wieder auf meinem Channel, für meinen Clash of Clans Channel heute. Ich weiß, ich habe lange kein Video gemacht, das hat auch einen Grund. Weihnachtszeit, alles dies, das, viel war, ich hatte viel um die Ohren. Aber jetzt dachte ich mir, machen wir wieder ein Special Video für euch. Dieses Mal geht es um unseren letzten Krieg. Und zwar, gebt euch diesen Krieg, Leute. Das ist gerade der aktuelle Krieg. Ah, scheiße, nochmal zurück. Denn wir haben im letzten Krieg 100% geholt. Das heißt, im 15 gegen 15 haben wir jedes Rathaus gedreisternt. Erstmal natürlich Respekt an die Leute von unserem Clan. Und es hat sich natürlich irgendwann mal, hat man gemerkt, hey, es läuft, ne? Schaut euch mal den Warlock an. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Ab hier hatten wir den Clan übernommen gehabt. Ja, also wir haben echt seitdem zwei Niederlagen und jetzt haben wir wieder 14 Siege in Folge. Wir hatten jetzt hier mal im 4 Tage zuvor in dem Krieg, hatten wir 99,80%. Da haben wir auch jedes Rathaus gedreisternt bis auf 1 und das hatten wir auf 97% 2 Sterne. Ja. Aber dann nochmal zum letzten Krieg, das war wirklich ein Krieg, la crème de la crème. Ja, also das ist wirklich alles gedreisternt, ja. Also ich kann mitbehaupten, wir sind echt eine der besten Rathaus 9er Clans. Also wir haben hier Rathaus 9 war maximal dabei. Ja, und ich werde euch noch ein paar Replays zeigen. Und ja, guckt einfach mal hier. Tobi hat 2 Rathäuser gedreisternt, Max hat 1 gedreisternt, 1 fast gedreisternt mit 95%. Ja, der King hat dann die 1 gedreisternt, der Drecksack hat leider in dem Krieg nicht so... leider nichts gedreisternt. Baba hat die 2 gedreisternt. Khan hat die 6 gedreisternt. Tim hat dann die 8 gedreisternt. Also jeder hat irgendwo fast gedreisternt. Nukeproof 2-mal gedreisternt. Dann habe ich mit meinem zweiten Account auch 2-mal gedreisternt. Dann habe ich nochmal mit Caesar mit meinem dritten Account was gedreisternt. Dann bin ich auf Luke gegangen. Und ja, und Sparry Funky hat dann auch 2-mal gedreisternt. Ja, die Gegner haben dann relativ früh aufgegeben. Ja, hat man dann auch gemerkt. Wir gucken mal das Event an, wie es angefangen hat, ja. Also gleich Newproof, gleich die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Angriffe einfach mal gedreisternt, ja. Da haben die Gegner dann wahrscheinlich höchstwahrscheinlich schon aufgegeben. Und ja, und dann ging es natürlich so weiter. Und ja, es lief dann einfach gut und Respekt an die Leute, ja. Und am Schluss nochmal ein bisschen Gas gegeben, nochmal alles gedreisternt, also wirklich... on top. Ich werde jetzt mal sagen, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal natürlich mal die Replays an. Ich würde sagen, wir schauen uns von oben nach unten mal die Replays an. Ja, fangen wir gleich mal auf die 1. Ja. Der King, unsere 5, hat dann die 1 gedreisternt. Relativ, ja, es geht, 14er, 16er Helden geht, aber schon relativ nicht so leicht das Dorf. Er hat schon 10er Mauer, 9er Mauer, ne? Aber machbar, ja, wie man jetzt hier gleich sieht. Und ja, schauen wir uns mal an, er hat angegriffen mit Go Hawk und er hatte dabei 30 Schweinis. Dann greift er erstmal an mit seinen Golems. Also wirklich Respekt an die Leute, die wirklich 100%, das ist natürlich, waren oft an den 100% dran, also oft an diesen 45 Sternen waren wir immer sehr, sehr knapp dran, aber haben es halt echt nie geschafft, immer 44, 43 oder so, aber diesmal wirklich hat es geklappt, das hat uns natürlich alle gefreut, mich vor allem als Leader von dem Clan hat es natürlich ungemein gefreut, wirklich mal zu sagen, hey, wir haben mal wirklich die Gegner mal wirklich überrannt, also wirklich in dem Sinne überrannt, ist einfach... gibt kein anderes Wort dafür, ja, als zu sagen, hey, wir haben die Wand. Ja, in letzter Zeit kann ich noch dazu sagen, es läuft sehr gut. Wir haben jetzt unseren Kern so von, ja, ich sag mal so 15 Leuten, sag ich mal, haben 15. Ja, bei uns haben viele auch 2, 3 Accounts, so wie ich. Deswegen sag ich mal, unser Kern so besteht auf 15 Leuten. Und da kann man dann schon sagen, hey, da läuft's und die Leute sind alle gut und vor allem die Rathaus 9er und die Rathaus 8er, die letzten, die so da sind. Der ist Verlass, wenn da mal wirklich mal einer mal schlecht angreift oder so, dann macht man denen keinen Vorwurf, weil einfach ich weiß, dass jeder, der da drin ist, bei uns auch spielen kann. Und
Ich spiele halt ein bisschen risikoreich teilweise, ja. Ich sage immer, ja, geht safe auf 2 Sterne. Aber wenn da mal bei einem irgendwie, wie bei Baba, kommt oft einfach raus, so, hier jetzt die 2 G3 Sterne, aber oft ist es halt ein bisschen tricky. Da kommt dann vielleicht ein hohe Prozent raus, aber nur 1 Stern oder so. Passiert auch, ist zwar scheiße in dem Moment, ja. Aber wir sind schon so weit eigentlich, dass wir safe, also wirklich safe, jedes Rathaus 9, 2 Sterne, also so 1 Stern auf dem Rathaus 9 gibt es gar nicht mehr bei uns. Und in letzter Zeit hat sich das so entwickelt, dass wir wirklich die 2 bis 3 mindestens Rathaus 9er von denen die schlechtesten, einfach 3 Sterne. Weil bei uns einfach jeder Spieler was 3 Sterne kann. Hier auch wieder ein Schweineangriff von Baba, ja, manchmal ein bisschen schneller, die ganzen Defenses sind down, das ist dann nur noch Zeitgespielerei. Also ist wirklich einfach klasse. Ja, 3 Sterne, tipptopp. Also kann man echt nichts sagen. Gerade sind wir wieder im Krieg drin, deswegen nur ein bisschen Spenden hier. Dann auf die 3 von Tobi. Mal schauen, wie der angegriffen hat. Also unser 1 hat dann die 3 angegriffen. Ja, wieder Schweineangriff. Ja. Irgendwie scheint es Schweinedörfer gewesen zu sein. Ja, jetzt mache ich mal 4, dass das Video jetzt auch nicht ewig lang geht. Weil ich will ja euch doch irgendwo die Angriffe zeigen. Hier auch schön wieder gehockt rein. Ins Zentrum direkt mit den Golems, mit dem Barbaren. Ja, und erstmal so viel Defense kaputt machen, dann die Schweine schön verteilt gesetzt, dass die nicht direkt in die Riesenbomben reingehen. Er umgeht sogar auch die Riesenbomben, er hat schon 3 hier ausgelöst gehabt. Also wirklich wunderbar und dann geht es nur noch auslösen. Also das ist wirklich tipptopp. Kann man nichts sagen. Also ja. Und ja. Und schauen wir mal weiter. Ich hoffe mal, dass wir auch mal einen Angriff sehen, der nicht mal vielleicht GoHawk ist. Ja, Max hat jetzt GoBV angegriffen. Sehr schön. Mal schöner Angriff hier mal GoBV zu sehen. Ja. Schauen wir mal, wie er jetzt angefangen hat. Ja, versucht jetzt wieder Klamburg zu locken. Ja, hat am Anfang mit dem ersten Hawk nicht gereicht. Ja, sind rausgekommen. Ja, genau. Giftzauber gesetzt. Zweiten Giftzauber. Ja, er arbeitet mit Sprungzauber. Ich generell würde mit Erdbeben arbeiten seit dem neuen Update. Geht hier in eine Ecke rein. Es ist immer ein bisschen gefährlich, ja, in so eine Ecke reingehen. Aber anscheinend relativ gut. Generell hier kommt zum Beispiel Golem nicht rein. Jetzt wird wahrscheinlich alles außen. Ja, es läuft alles außen rum. Das ist halt einfach Pech, ja, und nicht gut einfach in dem Moment, weil das wird jetzt hier alles außen sterben. Das ist scheiße. Aber im Zentrum läuft's gut. Und ja, deswegen vielleicht ein paar Mauerbrecher mehr mitnehmen. Nicht immer nur 6, sondern ich teilweise selber nehme 8 mit, weil es doch dann irgendwo nicht klappt. 8 bis 10 sollte man immer mitnehmen. Weil es ist scheiße, wenn dann 2 Hexen außen rumlaufen und 5 Magier, die einfach sterben. Das bringt einfach nichts. Ja, aber dann wirklich noch sehr schön. Queen hat noch hier. Ja, jetzt zündet er die Queen. Also das ist wirklich ja, tipptopp. Zwar ein bisschen schlecht angefangen, aber dann noch gut rumgerissen. Dann die 5 und auch von Tobi die 3 Sterne. Ja, wieder ein Gehawk, da mache ich jetzt mal 4. Das ist halt immer dasselbe, ein bisschen. Ja. Das Gute, vor allem, es ist jetzt blöd in den Videos jetzt gerade, weil viele immer Gehawk angreifen, was waren halt Gehawk-Dörfer. Aber das Gute noch in unserem Clan ist jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung noch ein bisschen zu machen, ist, bei uns greifen wirklich alle ihre eigenen Taktiken an. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur, also bei uns können jeder viele Taktiken, das will ich damit sagen. Also wir haben jetzt nicht nur Go Vibe, also bei uns kann wirklich die gut, also alle, eigentlich alle Rathaus 9er bis auf die 9, die Truppen haben, einfach haben, die können halt Go VV, Go Hawk, Go Vibe, also und dann eventuell so Hybrid mache ich oft teilweise noch, dass ich ein paar Loons noch mitnehme, dass ich am Schluss, wenn das Dorf passt, dass ich die dann am Schluss setzen kann und dann noch ein paar Defenses kaputt mache. Das zum Beispiel finde ich ein sehr schönes Go-VV-Dorf. Dann hätte ich wahrscheinlich Go-VV gemacht. Hätte noch selber wahrscheinlich ein paar Loons noch mitgenommen, weil einfach die Air-Defense einfach gut in der Mitte sind. Und wenn man schnell im Zentrum ist, das geklärt, da kann man schön noch ein paar Loons setzen. Aber hier wird Go-Wipe gemacht, ist auch natürlich gut. Ein bisschen robuster ranzugehen mit den ganzen Packern. Da ist halt natürlich wichtig, dass nicht alles außen rumläuft, weil dann ist halt einfach Todesurteil.
Aber es sieht gut aus, die Golems, alles verteilt schön außenrum hier. So muss ein Go-Vibe aussehen. Hier geht dann zum Glück der eine Packer noch in die Mitte. Also das ist dann wirklich sehr, sehr gut. Hier sieht man dann, jetzt ist er gleich durch. Die anderen arbeiten sich außenrum und ja, jetzt kommt die Queen dann noch mit, noch die letzten Magier gesetzt. Man sollte sich immer zwei, drei Magier aufheben, natürlich als Go-Vibe, falls mal eng wird, wie so oft es war früher wegen der Zeit. Mittlerweile mit 3,30 ist nicht mehr so schlimm, aber oft ist so dann, dass die ganzen Magier irgendwie dann zusammenstehen, eine Riesenbombe kommt, alle tot und hat man keine Magier mehr. Deswegen sollte man sich das natürlich auf jeden Fall aufheben. Ja, sehr schön. Dann wurde die 6 gedreht Sterne, dann kommt die 7. Die 7 ist, glaube ich, das letzte Rathaus 9. Ein relativ leichtes Rathaus 9 ist klar, weil es ein schlechtes Rathaus 9 ist. Arbeitet auch mit Sprungzauber, es ist auch ja, ein viereckiges Dorf. Die sind immer relativ leicht, nach meiner Meinung nach. Ich finde die immer relativ leicht, weil als Go-Vibe kann man da wirklich stupide seine Taktik fahren. Und da zeige ich euch jetzt mal mit meinem Rathaus 8. Mit denen ich wirklich seit 5, 6, 7 kriegen einfach alles 3 Sterne, weil jeder diese so viereckige Kästchen Ding hat und ich für mich selber herausgefunden habe als Rathaus 8, wie man am besten einfach angreift. Werde ich euch dann das auch gleich mal zeigen, einen Angriff von mir. Und gibt es eine Taktik, die ich eigentlich immer benutze, wirklich jedes Rathaus 8er Dorf, würde ich sagen, ist machbar. Ja, mit der Taktik irgendwo. Es ist nichts Besonderes jetzt von der Truppenkonstellation her, aber wie man rangeht, ja, das werde ich euch noch zeigen. Und dann mache ich irgendwann mal in Zukunft, mache ich auch mal ein extra Video dafür, nur dafür, wo ihr dann wirklich, wo ich mal Taktiken mache. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel Stress und so, deswegen habe ich nicht so viel Zeit für so Videos. Aber jetzt dachte ich mal, als 100% Krieg, machen wir mal eins. Ich glaube, das ist das jetzt sogar. Mal schauen. Ja, genau. Also ich gehe ran, ich mache mal kurz Stopp. Immer als Rathaus 8. Ich baue mir meine. Ja, hier habe ich 10. Ich habe immer 8 Mauerbrecher genommen, aber ich habe mir gedacht, ja, ich nehme mal 10 mit. 2 Bogies, 17 Magier. Da habe ich 2 Päcker selber gebaut. 2 Golems selber und da hatte noch einen Golem. Hatte ich noch einen Päcker. Hier, Clankastle, Clanburg. Ja, dann King natürlich. Dann nehme ich 2 Wut, ein Heal mit und dann halt für die Clanburg locken, nehme ich dann halt noch 2 Gift mit. Ich löse immer, wenn es sich ergibt wie hier, setze ich einen Mauerbrecher, der läuft hin und dann kommen die eh gleich raus. So mache ich das immer. Und ja, dann kill ich die jetzt und sobald die tot sind, stelle ich wieder auf normale Geschwindigkeit. Genau, ich gehe mal rein mit 2 Golems. Hier mache ich mal kurz Pause. Immer in eine Linie reingehen ist wichtig, ja. Also hier wirklich so eine Linie. Links und rechts reingehen, wie hier. Danach dann eher, also die Golems setzen, dann die Magier setzen und manchmal sogar die Mauerbrecher vor den Magiern, je nachdem. Und danach die Mauerbrecher, ja. So läuft es dann auch. Genau, jetzt mache ich meine Magier, nicht alles verballern, so ein paar aufheben. Jetzt habe ich noch ein paar. Jetzt kommen die Mauerbrecher, schön durchzugehen. Zack, kaputt. Zack, kaputt, dass die ersten Mauern kaputt sind. Da fange ich an, wenn die Mauern kaputt sind, die Packers anzusetzen. Ich setze immer den Päcker aus der Clanburg und einen normalen Päcker, den ich selber gebaut habe, in die Mitte, dass die sozusagen ins Zentrum reingehen. Weil in Clanburg, ich hatte jetzt zwar nur einen Vierer-Päcker, aber normalerweise sollte man einen Fünfer-Päcker haben und dass der dann in die Mitte läuft. Dann versuche ich einen Päcker, weil ich habe nur 3 Päcker, noch außen zu setzen. Der läuft dann hier zum Beispiel, hier rechts bei der Kaserne, die noch ein bisschen Leben hat. Zum Beispiel da einer oder der King dort und auf der anderen Seite der Päcker oder der King. Also 2 Päcker in der Mitte. Ein Päcker zum Beispiel links und dann der König rechts. Ich gehe in einer Linie vor und meine Päckers oder mein King außenrum, das sind sozusagen wie die Golems, die fangen den Schaden ab, der da draus kommt, dass die Magier von hinten den Schaden machen können. Ja, sobald ich hier in der Mitte durchgebrochen bin, wie hier, setze ich einen Wutzauber hin und setze dann nacheinander meine Mauerbrecher, dass die Mauern hier in der Mitte zum Rathaus kaputt machen, dass die Päcker, die in der Mitte sind, auch wirklich nach innen laufen. Deswegen nehme ich so viel Mauerbrecher mit. Ja. So, hier habe ich gesetzt, wieder 2 Mauerbrecher, kommt der Wut, zack, zack, Mauer kaputt, kommt dann wieder ein paar Mauerbrecher, zack, zack. Das klappt dann nicht, ja, hat leider nicht geklappt, aber hier kommt zum Beispiel, hier ist der Päcker, der links raus. Jetzt müsste irgendwann hier unten mal der King kommen, hoffe ich, den ich dann hier unten setze. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob es kommt. In der Mitte durchgebrochen, zack, sehr gut. Und dann natürlich den zweiten Wut und den Heal in die Mitte. Genau hier kommt der King jetzt.
Hier läuft der Packer außen rum mit den Magiern. Jetzt habe ich natürlich hier leider keinen Magier mehr hier unten beim King. Aber es macht nichts. Und ja, so läuft es dann im Endeffekt die Angriffe ab. Ja. Hier habe ich noch die Bogies gesetzt. Der King läuft hier alleine, tankt was. Und hier in der Mitte eh schon alles kaputt. Und ja, jetzt machen wir ein bisschen schneller, aber passiert nichts mehr. Das war leider eben nicht der so schöne Angriff. Das war wirklich noch knapp G3-Stern. Ich zeige euch noch schnell den anderen. Da sieht man, das habe ich wirklich schön, einen schönen G3-Stern. Hier ist echt ein bisschen knapp noch, aber hat dann noch geklappt. Gott sei Dank. Und ja, so läuft es dann im Prinzip ab, die Angriffe. Und ja, genau. So, jetzt haben wir den Angriff gesehen. So, und jetzt zeige ich mal kurz den anderen 3-Stern, weil das war wirklich. Wo ist der denn? Ja, genau, hier. Der war wirklich, das war, glaube ich, wirklich so ein schöner Angriff. Genau. Also hier jetzt gleich wieder nochmal merken, genau, hier hatte ich 8 Mauerbrecher dabei. Merkt euch, wie ich das gesagt habe, erst die 2 Golems, Pipapo. Und dann könnt ihr euch jetzt mal als Resümee dann das selber nochmal sehen und gucken. So, genau, dann würde ich sagen, geht's gleich los. Genau, ich jetzt erstmal meine Bogies hier außen hin, dass die wirklich weggehen und die Magier, weil dass man die Bauhütten nicht vergisst. Ja, genau, hier habe ich außersehen erst die 2 Magier gesetzt, weil ich noch aufs Magier war, es war ein bisschen blöd. Ja, genau, dann wieder die Golems schön in eine Linie, dann die Magier, jetzt müssen die Mauerbrecher wieder kommen irgendwann. Genau, hier kommen die ersten 2, da kommen die nächsten 2. Hoffentlich gehen die durch. Ah, die haben sich verteilt, scheiße, habe ich gesehen. Gleich nochmal einen nachgesetzt, zack, 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 dass der Golem hier reinläuft. Sehr schön. Also wirklich, das ist ein optimaler Start. So muss ein Start aussehen. Die 2 Golems gehen hier rein. Das hier wird dann den Golem tanken. Das hier wird dann diesen Golem tanken. Und die Magier können hinten den Schaden machen. Genau, dann setze ich noch ein paar Magier hinterher. Jetzt müssen die Mauerbrecher. Genau, jetzt kommen wieder ein paar Mauerbrecher. Jetzt kommt der Packer. Die 2 Packer, die ich gesagt habe. Einen Pack außenrum. Jetzt müsste der King. Ja, jetzt, den setze ich mittig, weil hier außen gibt es nichts mehr. Und hätte ich den King jetzt hier hinten gesetzt, wäre zu früh gewesen, weil das alles sonst den King getötet hätte. Deswegen habe ich den wieder mittig gesetzt. Weil bis der Packer hier außen rum kommt, der Safe, dann ist hier hinten einfach alles kaputt. Wut hier gesetzt, jetzt wenn ich in der Mitte durchbreche, setze ich meinen zweiten Wut und meinen zweiten Heal wahrscheinlich, so dass die Magier nicht sterben. Und ein paar Mauerbrecher setze ich dann, habe ich auch schon gesetzt. Ja, ah, hier kommt sogar der Wut, den habe ich sogar hier hingesetzt. Ja. Genau, jetzt muss ich hier den Heal habe ich gesetzt, weil ich gesehen habe, ah, okay, der Tester geht hier auf meine Magier. Und das war dann im Endeffekt auch gut, weil die können jetzt hier stehen. Hier ist der Wut, hier sind die Magier mit dem Wut, hier sind die Magier mit dem Heal. Eigentlich end cool anzuschauen. Ja, also, oh, jetzt kommt eine Riesenbombe. Glück gehabt, nicht alles gestorben. Die Magier rechts waren 2 weg. Aber dann ansonsten, der hatte wirklich auch schwache Tesla, muss man halt auch sagen. Ne? Also, es war jetzt wirklich kein, also, es war jetzt kein schweres Dorf. Also, wie ich da rangegangen bin, habe mir kurz angeschaut und habe gesehen, ja, das ist ein leichtes Dorf. Ja. Also, mal davon abgesehen. Ja, das ist jetzt mein letzter Magier, den ich mir aufgehoben hatte und einfach überrannt, ja. Das ist wirklich so eine Überrann-Taktik, wirklich wunderbar. Aber werde ich in Zukunft mal jetzt mal euch das mal ein bisschen mehr Taktiken euch zeigen. Ja. Ansonsten wirklich sehr, sehr schöner Krieg. Mal schauen, wie es aktuell steht. Ja, wir haben 2 Angriffe gemacht. 6 Sterne, 2x3 Sterne. Und ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und falls ich euer Interesse für unseren Clan geweckt habe, wir suchen immer Max Outed Clans, also Rathaus 8, Rathaus 9, Rathaus 10, Rathaus 11. Sollte wirklich nahegehend Max Outed sein, mit natürlich guten Helden. Rathaus 9er braucht sich keine bewerben, unter 15er Helden. Rathaus 10er braucht keine unter 20er Helden sich bewerben. Ansonsten halt schauen, dass es passt und Erfahrung. Also uns ist halt Erfahrung viel wichtiger, wenn ich einen sehe, der angreifen kann, als andere Sachen. Und ja, wir haben jetzt 96 Siege. Und ja, sind wirklich sehr gut dabei. Ich bin wirklich froh, so gute Leute jetzt in den paar Monaten. Also wir sind jetzt in dem Clan seit, ja, denke mal, 4, 5 Monaten habe ich das jetzt aufgebaut mittlerweile. Und bin schon relativ etwas länger Leader, schon seit Anfang Sommer oder so. Da wurde ich ein bisschen kritisiert, weil ich mir relativ streng bin. Also ich erwarte halt, dass einfach jeder Rathaus 9, zum Beispiel Rathaus 9, 3 stellen kann. Wenn das einer nicht schaffen kann, dann ist einfach falsch bei uns. Weil wir wollen halt schon versuchen, einen relativ guten Clan aufzubauen. Klar, es gehört Spaß dazu, aber man hat keinen Spaß, wenn man verliert, sage ich immer. Und ja, in dem Sinne, liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Supportet meinen Channel, lasst ein Follow da. Wir haben sogar auch einen Facebook-Channel, der ist relativ inaktiv derzeit, aber vielleicht kommt es noch. Der heißt The Splasher. Da könnt ihr mich natürlich auch anschreiben oder könnt mir in YouTube eine Nachricht schicken, wenn ihr Interesse habt, oder direkt bei uns melden, bei The Splasher. Aber da geht es vielleicht ein bisschen unter. Also Facebook
könnt ihr das Splasher anschreiben, YouTube-Channel anschreiben oder so, dann erhaltet ihr bestimmt eine Antwort. Ja, und dann kann noch ein bisschen drüber reden. In dem Sinne, liebe Freunde, ich wünsche euch frohe Weihnachten, falls man sich vorher nicht hört. Einen guten Rutsch, falls man sich vorher nicht hört. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, in dem Sinne, Leute, peace out. Servus.